Nun geht's weiter mit dem 33. Teil des Let's Plays weiter. Es ist gerade Nacht, das heißt, ich gehe erst einmal schlafen. Und da sind übrigens Baumblöcke, ich weiß auch nicht, wie die da hingekommen sind. Jetzt brennen die Zombies. Jetzt die Pyramide dahinter, da muss ich später noch ein bisschen Sandstein ernten. Aber wenn ich hier kein Creeper. Oder ist ein Creeper? Hier scheint keiner zu sein, aber ich könnte ja noch hier mit einer Karotte habe ich ja jetzt. Ach, da ist ein riesiger Baum gewachsen. Den erstmal abschlagen. Ein paar Blöcke davon. Übrigens habe ich gestern mein einjähriges Jubiläum auf YouTube sozusagen erreicht. Gestern. Und jetzt bin ich immerhin schon mal in Teil 33 angekommen. Ich werde aber jetzt erstmal den Baum noch nicht komplett abernten, sondern später werde ich ihn ab. Was ich vor habe, ist irgendwo Karotten bekommen. Weil das ist relativ leer geworden. Aber ich könnte ja eigentlich mit dem Zäunen. Will ich ja noch an einen ausgraben, aber ach, eine Schaufel, bitte. Bogen. So viele Bögen, das kann ich jetzt mal einsetzen. Hm, was soll ich jetzt machen? Ach, Golderz habe ich noch drinne. Muss erstmal das Gold loswerden. 30 Knochen, die behalte ich am besten. Das heißt links, 42 Eisenbarren kommen weg. 58 Zäune brauche ich jetzt gerade nicht. Ein Weizenkorn brauche ich nicht. Eichensetzlinge brauche ich gerade nicht. Flint brauche ich nicht. Verrottetes Fleisch brauche ich nicht. Hacke brauche ich auch gerade nicht. Brot nehme ich mit. Fackel nehme ich auch mit. Lapis Lazuli brauche ich nicht. Hier ist ja Golderz, und das Golderz will hier noch ganz brennen, aber kann ich ja jetzt noch nicht. Könnte ich vielleicht hier schon ein bisschen was wieder abernten. Ach, die hatten die Samen da hingepackt. Wieder mal ein paar Samen. Kann ich jetzt mal so ein paar Samen bekommen. Sollte mal irgendwie eine automatische Getreidefarm bauen. Ich habe ja genug Kisten, also Material für Kisten, die man aus Holz, Cobblestone, Eisen und Redstone craftet. Habe ich genug? Man kann es ja mit Sand und Kies machen, da braucht man keine Kasten und Kolben. Aber ich habe Schleimbälle, die möchte ich gerne erstmal aufbewahren. Jetzt geht es erstmal hier als Abernten. Material. Sieht das schon ganz cool aus. Dass er nicht fertig ist. Da sind schon viele Samen, die ich viele erhalte. Deswegen würde ich da nicht mal anfangen, diese Getreidefarm zu bauen. Ich glaube, ich könnte das so machen, dass ich einmal am Tag oder je nachdem, wie das irgendwie uploaden im Moment ist. Dann würde ich immer das so mit. Ach, geh mal ich zu, ja also. Einmal am Tag ein entweder normal Let's Play oder beim Let's Play mit Gold. Ihr könnt natürlich, ich habe ja ein Video gemacht, wo ihr auch bestimmt, welche Let's Plays ich machen soll, also was ich auf maximal stellen soll. Ja, entweder Gold, also Gold mache ich ja jetzt schon, da habe ich drei Teile hochgeladen. Habe ich irgendwo noch eine Karotte oder sowas? Kürbis, die könnte ich mir auch züchten. Da muss ich. Oder ja, das ist.
Oder wachsen die da noch nicht? Ah, die sind schon gut vorangekommen hier. Melonen kann man nicht gebrauchen. Hier rein sind auch Melonen. Aber die Kürbisse sind noch nicht fertig. Die müssen brauchen anscheinend auch ein bisschen. Da ist ein bisschen Obsidian. Dafür könnte ich ja die Diamantspitzhacke da gebrauchen. Also da habe ich mir schon eine Diamantspitzhacke gemacht. Nein, hier habe ich drei Diamanten, aber auch ein Smaragd übrigens. Akazien-Sitzlinge. Die könnte ich ja alle möglichen Baumarten züchten. Da wollte ich ja noch ein Gebiet ausgraben. Von einem. Dafür brauche ich erstmal ein paar Schaufeln. Na, ich habe keinen Stein im Moment hier. Ich glaube erstmal das Golderz loswerden. Zack. Erstmal das Eisen weg. Und Steine habe ich oben ganz schön eine Menge. Da sollte ich daraus meine Pyramide bauen. Hier sind so viele Steine. Da sollte ich mal eine Pyramide mal aus Stein bauen. Oder aus Erde. Aber eine aus Erde sieht nicht so schön aus. Und jetzt noch eine Steinschaufel. Oh, was mache ich jetzt? Mit Spitzhacken. Ah. Ich will eine Schaufel haben. Da haben wir Spitzhacken gemacht. Schon wieder verrottetes Fleisch und Samen. Weizen brauche ich gerade im Moment auch noch nicht. Aber ich wollte ja einen großen Raum hier hinten. Hier ist ein relativ flaches Biom. Wie könnte ich das machen? Hier ist auf jeden Fall eine Ebene Biom. Das ist ja eine Ebene. Oder wo könnte ich das machen? Ja, ich glaube, ich mache es hier. Da muss doch ein Baum reichen. Und da muss es eine ausreichend große Fläche sein. Hier muss nämlich. Oh, da ist ein Kürbis gewachsen, aber. Ich mach die mal, sag mal, die geht ab hier los. Brauche ich hier ein bisschen Erde. Dann geht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das sind hier 20 Blöcke. 1, 2, 3, 24, 25. 26, Kugel weg, 27, 28, 9, ich mach hier mal 30 Blöcke, 29, und hier 30, das sind jetzt dann 30 Blöcke von da hinten ab, und das immer jeweils 10 Blöcke machen. 30 mal 10. Oder 10 mal 10 jede Fläche. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muss das 20 Blöcke machen. 13, 14, 15. 16. Und nicht schon was weggraben. 17, 18, 19. 20. Dann mache ich auch weg. Aber da muss ich anscheinend hier ein bisschen was aufbauen hier. Aber ich habe jetzt genug Erde damit, dass ich alles zubauen kann. Weil hier soll nämlich eine Baumfarm von allen Holzarten geschehen. Das Schaf soll hier mal ein bisschen weg. Extra mit Kürbis. Ja, das kommt nicht mit. Ich hoffe mal nicht, dass das Schaf eingesperrt ist, wenn ich das durch Zubau.
nehme seit etwa 10 Minuten auf. Und mir ist ein Stack Erde ausgegangen. Ich habe nur noch 24 Stück. Das heißt, ich muss mir Erde aus der Truhe holen. Da habe ich nämlich Erde en masse. Jetzt wieder die Kürbisse auch abernten. Die Sonne geht unter. Sonnenuntergang bedeutet, ich muss erstmal nach Hause zurück. Und schlafen. Und jetzt dann noch ein bisschen Erde holen. Ich hole mal ein wenig Erde. So, ein bisschen Erde. Ach, bleibt da in der Tür hängen. Das ist so ein Bug, was vielleicht Mojang noch beheben könnte. Also eigentlich wollte ich jetzt nur 40 große Fläche machen, aber ich mache jetzt 30x20, ein bisschen kleiner. Ich glaube, gerade einen Baum abgeschlagen. Deswegen liegen hier so viele Setzlinge rum. Pilze sind hier auch noch. Muss ich das hier erstmal alles einfallen. Da ist noch ein Baum im Weg. Der Baum steht auch im Weg. Aber jetzt brauche ich auch die Zäune. Der ist hoch, der Baum. Jetzt muss ich erstmal eine 30x20 Blöcke große ebene Fläche haben, um hier Baumfarm hinzubauen. Dass hier jetzt nicht rein ist. Und dann würde ich hier auch die Lavasäge möchte ich irgendwann auch weg haben, aber erstmal ein bisschen die Lava wegmachen. Weil ich relativ kostbar dieser Lavasäge noch, wo ich den Moment noch nicht brauche. Was wollte ich gerade machen? Ah, ich wollte jetzt von jeder Baumart erstmal Setzlinge holen. Ja. Da habe ich die Birkensetzlinge. Die Fichtensetzlinge. Ich habe so viele Setzlinge. Ich habe bestimmt noch mehr. Hier ist Tropenholz-Setzlinge. Hier sind Akazien-Setzlinge. Und wo habe ich denn Schwarzeichen-Setzlinge? Tropen, Birken, Akazien und Fichten-Setzlinge. Dann fehlen mir noch die Schwarzeichen. Da habe ich Schwarzeichensetzlinge. Und dann brauche ich natürlich noch die normalen Eichensetzlinge. Und Zäune muss ich jetzt auch haben. Nicht die Blumen, sondern hier. Zäune brauche ich hier auch noch. Und ein bisschen noch ein paar mehr craften. Ja, ein paar mehr noch. Und ich brauche auch Zauntore. Ah. Ich habe doch irgendwo ganz schön viele Sticks reingepackt. Hier habe ich so viele Sticks. Ich bekomme immer die Crafting, somit Holz und Zaun. Da kriegt man so Zäune. Zwei, drei, vier, fünf. Vielleicht so noch. Jetzt brauche ich noch ein paar Zauntore. Kann ich nicht alles aufnehmen. Brauche ich denn 2, 3, 4, 5, 6 mache ich erstmal. Und das ist mal Inventar wieder ein bisschen leeren. Die Erde brauche ich nicht mehr. Das
So, jetzt ist wieder ganz schön viel Erde da drin. Die Sticks wollen auch nicht mehr. Hier liegt dann noch was rum. Kann ich hier eigentlich noch ein paar mehr Zäune craften hier. So. Holz auch mal hier aufbrauchen. Du hast jetzt zwei Stacks und 10 Zäune. Das wird dann immer ein, glaube ich, 8x8 großes Areal, was innerhalb der Zäune liegt. Na, ich habe die Erde wieder weggepackt. Jetzt habe ich hier diese Fläche. Ich fängt das hier an. Und dann mache ich nicht weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und schon ist der erste Stack an Zäunen aufgebraucht. Also, oh, da ist noch ein paar mehr. Der ist verbaut. Nummer 64. Geht da los, also hier nochmal hin. Jetzt werden wir noch ausschildern. Und der Schaufel hier noch die Erde abschlagen. Sieht auch gleich weg. Hier einer der 6 Zauntore rein kann. Komm mal rein. Die Zäune reichen noch nicht. Ich glaube, die reichen noch so nicht. Dann scheint noch ein bisschen mehr Zäune machen hier. So, zu. Das ist jetzt die zweite Fläche, jetzt kommt die dritte Fläche. Braucht noch mindestens 40 Zäune, sowas. Wie spät ist es? Oh, es ist jetzt Nachmittag. Nacht verletzt. Dann muss ich hier auch noch den Weg hier rüber bauen. Oder hier drüber kann ich den auch legen. Diesen Cobblestone-Weg, der geht ja jetzt von Haus bis zur Pyramide. Und auch an der Zuchtfarm vorbei. Ich bin ein bisschen hungrig geworden, also ein Brot zu essen. So habe ich jetzt mal Brote gegessen. Das Gold ist fertig. Zack. Was habe ich denn jetzt noch zu tun? Ich muss mehr Zäune machen. Nicht mit den Äpfeln, sondern sowas ist also 42 Zäune, das dürfte erstmal reichen. Damit ich dann die ganzen Setzlinge da, die ich habe, da einpflanzen kann und eine richtig schöne Baumfarm mit allen 6 Einzelholzarten. Und das wieder umtauschen, das heißt, das Schwert wieder in der Hand. Nicht schon wieder.
Da noch zwei Zauntore. Er platziert immer erst da einen hin. Warum macht er das denn? Der hat anscheinend ein bisschen Gras gegessen. Ah, ich habe anscheinend jetzt zu viele Zäune gemacht. Na, die sind beide verbaut. Zack, alles mit Zäunen versehen und es wird langsam dunkel. Hier, sage ich mal, kommen die Akazien-Dinge hin. Da kommen drei Akazien hin. Die exoterischeren, die kommen da hin. Jetzt habe ich hier drei Tropenbaum-Setzlinge. Eichen haben wir natürlich ganz viele. Tropenbaum, jetzt kommen die Schwarzeichen. Auch jetzt zu dunkel. Wenn wir es verbauen, gehe ich noch einmal schlafen, bis ich das alles endgültig fertiggestellt habe. Und wenn ich das fertiggestellt habe, werde ich den Part auch beenden. Ja, aber ich bin noch nicht fertig, also noch einmal schlafen. Es ist Sichelmond. Und ich bin wach. Die Sonne geht wieder auf. So, da hier schon wieder einen Zaun hingestellt, irgendwo ja da. Und ich hab schon wieder. Na, ich bin gleich fertig. Das nochmal schnell erledigen. Das wird jetzt schnell gehen. Ich sag mal, hier kommen die Birkensetzlinge hin. Zack, 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 zack. Eine relativ kleine Fläche. Jetzt kommen die Fichtensetzlinge hier hin. Ein Stück maximal mache ich mal. Und jetzt kommen noch die Eichensetzlinge und dann bin ich fertig. Ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben, teilt das Video und abonnieren für weitere Videos. Bis dann und ciao.